So. Hoppen wir mal weiter. Ich sehe übrigens gerade, dass wir genau bei 299 Tode sind. Wenn ich kann jetzt also zum 300. Tod schreiten. Ist das nicht schön? Wir waren mal sehr gespannt, was sich hinter dieser riesengroßen Nebelwand verbirgt. Auf ins Gefecht. Die Mann, das ist eine Zwischensequenz. Oh, ne. Einfach nix. Da hinten ist gleich noch eine Nebelwand. Und eine Statue von, was ich annehme, einer Frau. Da vorne ist ein Blob. Ob es gleich ein riesengroßer Blob ist? Ah, nein, ist das ich? Das ist ja witzig. Da habe ich natürlich mir selber gerade voll das geile Equipment gegeben, ne? Vor allem müsste der Gegner gleichzeitig noch einen Bogen haben, oder? Wie geil, gut, dass ich das. Das kann das Schwert? Wette, die scheiß Imitator-Träne kann nicht bluten, oder? Nein, ich bin an meine eigene Waffe gestorben. Das ist das Selbstmord, absolut. Das war gar kein Tod. Ich bin auch ein bisschen dumm jetzt. Oh, mein Mann, ich das war. Yay, 300 Tode. Das ist jetzt viel zu verlockend, wir machen das jetzt so. Aua. Ich hätte gerne die Peitsche, die dieser Gegnertyp hat. Weil sie sieht ein bisschen besser aus als meine. Ich hoffe, ich kann im Kampf die Waffen wechseln. Sonst wird das gleich ein sehr langer Kampf. Wirft das Vieh jetzt meine Wurfmesser? Das finde ich auch nicht okay. Wo ist es denn hier? Da ist das Ding. Hä? Ich habe gerade das Schwert ausgerüstet. Nicht, dass ich es unbedingt brauche, aber... Ich gebe zu, das macht den Kampf ganz schön lame. Aber es funktioniert. Die Metapristin hat nur einen Estus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe keine Ahnung. Das war eine super Idee. Noch eine Larventräne. Habe ich nicht schnell gefunden. Und eine Silbertränenmaske. Imitator-Träne. Was macht die Silbertränenmaske? Eine Maske hergestellt aus den Urresten einer formlosen Silberträne, verstärkt mit ihren gehärteten, abgestreiften Höhlen. Erhöht dadurch eure Arcana-Gie zulasten körperlicher Angriffskraft. Nun könnt ihr ein Wesen imitieren, dessen gesamten Leben eine einzige Imitation war. Das Schicksal geht wahrlich seltsame Wege.
Mhm. Hm. Das Schicksal geht wahrlich sehr zu bewegen, ja. Naja, gut, soll Kugel das auch gemacht? Ja, ich möchte betonen, dass ich das bestimmt auch geschafft hätte mit meinen Waffen. Das war ja, ich habe ja vorhin die Hälfte der Zeit einfach rumgespielt. Während des Kampfes. Das wäre bestimmt auch so möglich gewesen. Gab's da irgendwelche Seen eigentlich für den Scheiß? Nö. So, dann nehmen wir mal wieder richtig ausrüsten hier. Ich habe ja im Kampf nur notdürftig schnell die Hälfte angezogen. Das Schild. Ach ja. Ja. Noch mehr lange Brücken. Aber freuen wir uns doch, dass diese, ach, da sind wir. Ist schön, so Perspektive zu kriegen, wie man gerade ist. Jetzt sind wir quasi auf der Brücke, wo ich mich vorhin noch gefragt habe. Mit vorhin meine ich vor keine Ahnung, wie viele Personen, wie man da runterkommt. Bleibst du stehen, du komischer Mistkäfer! Okay, dann ist das gut. Hey, du geschmiedest wahrscheinlich plus 5. Okay, das ist okay. Ich weiß nicht, was es mit diesen Käfern eigentlich auf sich hat, dass sie in jedem Spiel irgendwie vorkommen. Diese wegrennenden Käfer, die Loot droppen. So, wir haben eine lange Brücke. Ich würde das mit einer Indie-Falle oder einem Gargoyle rechnen. Ich glaube, einen Gargoyle haben wir irgendwo schon mal gesehen, ne? Ach ja, ein Laendel, genau. Ich habe ihn ignoriert, wenn ich mich recht entsinne. Bin einfach weggeritten. Ja, bis jetzt habe ich einen Reh gefunden. Kann ich ja nicht reiten? Ah, ich hätte hier reiten können, na gut. Also wahrscheinlich ist hier einfach nichts. Da hat jemand eine Sense. Das sah auch sehr sportlich aus. Siehst du, unsichtbare Brücken hatten wir auch nicht. Da hinten ist übrigens ein Palast. Falle voraus. Nicht? Ah, da haben wir wieder den Fall mit dem langweiligen Wasser. Von oben sieht das nämlich absolut platt aus. Und vor allen Dingen so komisch wiederholend. Das muss ja sonst kein Souls Game. Man soll die Gegner nicht totleben, wie es nur geht. Ach, guck mal, hier sind die echten. Der da hinten hat irgendeine Tröte. Aber die sind immerhin keine Geister. Da hinten ist unser Fahrstuhl, ne? Genau, das ist der magische Fahrstuhl, den wir vorhin gefahren sind. Käse. Das dauert das hier alles ein bisschen sehr lange. Also wenn man es richtig anstellt von hier aus, kann man anscheinend auf die Säule da vorne springen. Nehme ich mal an, weil irgendjemand hat das geschafft. Ja, schön. Dann reiten wir jetzt einfach den Weg entlang, nehme ich an. Heranwachsender Schmetterling, den brauche ich ja eher nicht. Ist hier nicht irgendwo noch Blade rumhängen eigentlich? Trotzdem ist dieser Ort nur besser aussah. Ja, aber nur einmal. Fürst des Blutes, eure Eminenz. Ich flehe euch an, gewährt meinen Sitz an den Tisch der Dynastie. Lang lebe die Mogwin-Dynastie. Lang lebe die Mogwin-Dynastie. Mogwin. Da war doch mal was. Ich glaube, das ist der Begriff vielmal. So, ich nehme an, in Nicht-Geistform sind die bestimmt wesentlich stärker. Was ist das denn hier? Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Alter, das ist so dumm, wenn du vom Pferd fällst, dass du 5-mal getroffen wirst und nichts dagegen machen kannst. Marikas Pfahl? Wo bringt mich denn das jetzt hin? Ach stimmt, von dem Vieh wollte ich mir auch noch fressen lassen, fällt mir gerade so ein. Guck mal, wie die hier die Tiere führen. Ich fühle mich mit so ein bisschen gewissen Bedauern hier. Die armen Typen hier umzuhauen, weil an sich scheinen die ja irgendwie das Idyll mit den Tieren zu führen. Machen hier einen auf Disney-Prinzessin. Und ich prügel mich hier halt gerade durch ihre Viecher, ne? Nur für die Seelen. Okay, da kann ich ja das Vieh irgendwie von hinten ranbreiten.
Habe ich jetzt eigentlich rausgekriegt, was dieses, diesen Gesang in nö. Festung Rot-Dingsbums so macht? Das habe ich nicht rausgekriegt, ne? Also sie sind übrigens auf jeden Fall stärker als die anderen, als die Geister. Weil sie brauchen nämlich 3 Schlag. Oh nein. Aber er hat einen coolen, Lass mal nicht. Alter, hat er mich gerade doppelt gehauen? Das ist ja noch einer! Das ist ja schrecklich mit denen hier. Junge. Da machst du hier was mit, ne? Wie sind die denn hier noch? Ja, die machen auch gar keine Pause. Das müssen wir mit den Mana-Fähigkeiten. Boah. Gehen die ganz gut down. Ich fühle mich erstaunlich wenig Mana eigentlich verbrauchen. Also relativ platt energiesparend, die ganze Geschichte. Hm, wollte ich nicht. Siehst du, jetzt setzen wir wieder ein. Ich habe doch einfach mal angefangen, Mana zu leveln, damit ich wissen, über 100 Mana habe. Damit ich mal meine anderen Begleiter beschwören kann. Kukri? Ja, achso, die Wurf. Macheten. Was soll denn das? Die Sangsvieh. Wahrscheinlich mehr als eins, nehme ich mal an. Da vorne ist nochmal der Hirsch. Heilighornland. Das ist aber bitte nicht der Hirsch, den ich getötet habe, oder? Der würde mir doch bestimmt übel nehmen, dass ich ihn getötet habe. Kommt mir bekannt vor, ja, mir auch. Okay, sie macht nasse Geräusche, wenn man drüber ruft. Ach, da hinten geht es ja noch ewig weiter. Ach, da waren sie nicht. Ich habe das Gefühl, dass Nocron noch voll groß ist. Können nämlich nicht schnell reisen, fällt mir gerade so auf. Oh ne, ich kann doch. Ich kann nicht schnell reisen, was denn ihr denn da braucht? Mir ist nämlich gerade wieder eingefallen, dass ich ja noch mit unserem Magierfreund reden wollte. Das ist noch so ein Vieh. Kann ich das Vieh backsteppen? Ich weiß, dass der Bogenschütze mich oben gesehen hat, aber der andere nicht. Prächtiges Hopper. Aua. Damit habe ich mir definitiv Freunde gemacht hier. So, aus dem Bogenschützen geworden ist, der von. Die droppen Bestienknochen? Ah ja, er ist mittlerweile unten, nehme ich an. Aua. Okay, aber gut, die Sänger sind aber auch nicht weiter schwierig zu besiegen, so wie es aussieht. Ich hatte irgendwie gedacht, dass die vielleicht irgendwie besonders stark sind. Aber scheinbar ja nicht. Ich habe die am Bandi so. 4 Reißzähne? Habe ich wieder voll geheilt. Sehr gut. Ich hab da eh gerade eine Assistung. Ach, egal. War das nur ein Traum, wo ich dieses Dings da besiegt habe? Das Vieh? Soll das ja nicht Angstschrei in den Reden? Ich weiß nicht, ob ich mit Tauben benetzten Herber machen soll. Dann wäre ich so viele davon. Ich glaube, für die meisten Crafting-Materialien habe ich keine echte Verwendung. Wäre mal schön, wenn ich was mit meinen 1000 Zeug machen könnte da. Was kommen jetzt hier? Weltklasse Assassin's Creed-like Attentat. Ach, das ist hier vorne der Wegschrein? Nö. Achso, das Gebiet hat sich quasi von alleine erkundet. Obwohl hier auch wieder so ein Schrein mit Dings ist.
Die wissen immer, wo sich... Die wissen immer, dass ich komme. Aua! Alter, beruhigt euch mal. Hey, Gamaschen des Schamanen. Okay, das sind also Schamanen, nehme ich mal an. Geisterteilchen. Goldene Runen. Sterb! Ah, das habe ich leider nicht vollgeheilt. Naja. So, was mache ich hier eigentlich gerade? Außer, dass ich ziemlich viele Rehe bis jetzt erschlagen habe, ohne dass das irgendwie... Hier ist ja voll geil. Das sind halt so viele arme Viecher, die irgendwie rumhängen. Feuersichere Trockenleber. Oh nee, gibt's hier schon wieder Drachen? Wir sind schon lange kein Drachen mehr begegnet. Fällt mir immer so auf. Geht's ja auch nochmal hoch. Was ist das? Also erstmal ist hier eine Gnade. Ist schon mal gut. Aber das da mit den vielen Köpfen? Was ist das? Oh, hier ist noch mehr davor. Hier sind überall. Soll ich nehmen an, das Spiel möchte, dass ich weiter rumkraxe? Ist das Kunst oder kann das weg? Beschwör's nicht, dass hier ein Drache kommt? Ich rechne fest damit. So, das brauche ich fürs nächste Level ab. Bevor ich irgendwie sterben gehe. Knapp 10.000 Punkte. Was bringt denn hier so eine große Rune plus, keine Ahnung wie viel? Hier, ich habe eine große Rune plus 7. Wie viel bringt die denn? Was, die bringen nur 2.500? Das ist ja lächerlich. Na, das weiß ich jetzt zu viel. Mach mir noch. Heißt, die anderen Typen ja wieder da. Ach, egal. So, ich wollte doch Geist leveln für mehr FP, genau. Wahrscheinlich noch 2 Level. Das wäre wunderschön, wieder alles kreuz und quer gelevelt. Obwohl, eigentlich ist es egal, ob ich kreuz und quer level. Weil es geht ja nicht nach Level. Also, das macht ja kein PvP. Heilige Stätte der Nacht. Verjüngende Boli. Schön. Ich nehme an, der Boss des Tages, wenn das vorhin so eine komische Schleime waren, ist in diesem Fall eine Statue. Wem genau macht das Vieh jetzt diesmal noch? Komme ich da was runter zu dem Vieh? Oh fuck. Ah ne, ich muss gar nicht so weit rennen. Ich fühle gerade eigentlich Beirat erst an der Gnade. Ach, statt einfach richtig zu springen. Springe ich halt aber falsch. Aber hey, wir nähern uns den Boden. Da unten rennen irgendwelche anderen Viecher rum, auf die ich schon jetzt keinen Bock habe. Ah ja, Hashtag Fallschaden und so, ne? Material? Ach ja, nochmal Silbertränen. So. Alter! Ja, es ist ein. Ich weiß nicht, warum da so viel Blut liegt. Weil dieses Runddach ist extrem kacke. Weil du rutschst nämlich runter, bevor du springen kannst. Dann kannst du halt nicht springen. Logischerweise. Ah, gut, dann sind. Keine Ahnung, wie viel. 3010 oder so hatte ich noch über. Alter. Oh, wie ist das schön.
Hey, dritter Versuch. Jetzt muss ich nur an die Silberträne vorbeikommen. Warum sind die Silberträne nicht immer nackte Frauen? Silbertränenhünde. Goldene Rune 7, von dem wir gerade gelernt haben, dass sie nichts sind. Tja. Gut, schön, dass ich gerade so todesmutig runtergesprungen bin, aber so richtig weiterbringen tut mich das ohne, oder? Ich hätte eher nach rechts gemusst. Komm ich wieder zurück hier irgendwie? Hallo? So, wahrscheinlich kann ich hier. Da ist gerade kein Zaun, dann muss ich wahrscheinlich genau da lang. Heiliger Ort, oh. Heiliger Ort voraus. Also bis... Oh. Das Vieh ist ganz schön groß. Also bis jetzt übrigens... da sind so Spetterlinge. Bis jetzt hat sich das Spiel sehr zurückgehalten, dass hier so... Heranwachsen Spetterlinge. Dass hier irgendwie so Zeug kommt, wie Sachen, die mich von der Seite schubsen wollen. Das hat Dark Souls 3 viel öfter gemacht. Und das fehlt hier bis jetzt. Was mich sehr aufmerksam macht. Oder misstrauisch. Aber auch ein bisschen aufmerksam, weil ich die ganze Zeit in jeder Ecke was suche. Okay, es ist wahrscheinlich einfach mal misstrauen. Ich bin hier aufmerksam. Ich bin paranoid, dass hier irgendwo so ein komischer Zombie lange mal kommt. Ich meine, die Doppelgänger sind ja eigentlich schon mal ganz gut hier. Ja. Okay, ich weiß in der Decke. Ich höre irgendwo Schritte. Ja, gut, das ist aber nur so ein... Warum ist denn da vorne jetzt eine normale... Achso. Ja gut, da habe ich jetzt zum Glück Steinwertschlüssel ohne Ende gekauft. Genau, damit ich so eine Dinger ohne so ein Ding auch machen könnte. Was bist du? Oh, du bist ein Gegner. Und ich kann nichts machen, weil ich einen Dialog habe. Och Mann, ey. Droppt doch nichts. Ach, die Truhe kann man jetzt öffnen? Imitatoren-Tränenasche. Okay, aber da müssen wir jetzt mal kurz nachprüfen, ob die Imitatoren-Tränenasche. Wie komme ich nach rechts ran? Wir haben das ja hier. Umschalten. Ob die tatsächlich sich in den Gegner verwandelt? Ruft den Geist. Legendäre aschende Überreste. Ruft einen Geist an Imitatorentränen. Die Beschwörung verbraucht LP statt FP praktisch. Dieser Geist nimmt die Gestalt der Person an, die ihn gerufen hat und kämpft an ihrer Seite. Allerdings teilen sich die Rufer und Tränen nur die Gestalt. Beim Willen sieht es ganz anders aus. Imitatorentränen sind das Ergebnis einer Reihe von Versuchen, mit denen die ewige Stadt einen König erschaffen wollte. Okay, cool, das nehmen wir mit. Ich krieg eine Kopie von mir. Ich spiele statt plus 3, das war wichtig. Was glaube ich eigentlich gar nicht so gut ist. Obwohl, ich könnte schnell den Bogen in die Hand nehmen. Aber es ist tatsächlich nicht so gut. Schwarzes Schleifenmesser. Oh, das ist nice. Wie blöd, dass ich gerade meine Waffen geupgradet habe. Imitatorenasche. Hast du gerade Spaß damit? Ja, ich überlege halt gerade, wie ich das am besten missbrauchen kann. Okay, da unten ist ein riesengroßer Ball, der auch so aussieht wie dieses Zeug. Und ich nehme mal an. Hä? Das sieht irgendwie so aus, als wäre da eigentlich ein Durchgang. Oh, oder wir nehmen einfach mal diese Treppe hier. Wenn wir die. Schon sind noch mehr von diesen Dingens hier. Dann können wir die irgendwie backstabben. Die sind halt relativ anstrengend zu besiegen, ne? Guck die mich an. Wie viel Schaden macht denn diese scheiß Kugel? Oh Mann. Endboss-Kugel.
Da hätte mir eigentlich klar sein müssen, wenn diese Kugel diese Maserung hat wie die Blobs, dass die Kugel ja offensichtlich auch aus dem Zeug sein muss, ne? Noch eine Larventräne. Die hat aber eine andere Waffe. Hätte man sich ja eigentlich denken können, ne? Auf jeden Fall haben die Leichen erstaunlich wenig Deckung geliefert. Was ist hier los jetzt noch? Aber allen im allen ist das hier kein schrecklicher Ort. Also bis jetzt haben wir keinen Giftsumpf gesehen, was das alles viel besser macht. Okay, ich nehme an, ich muss gleich 20 Mal gegen mich selber kämpfen. Wie das immer in solchen Situationen ist. Oder vielleicht auch nicht. Die Treppe, die eine Leiter ist. Habe ich Treppe gesagt? Ich meinte natürlich Leit. Aber vielleicht war es mal ein Treppe. So, Stufen auf die können wir was machen. Nö, ich hab gerade nicht. Ich hab nur 5000 Seelen, das bringt ja gar nichts hier. Naja, gut, gucken wir uns das gleich da vorne mal an.